Deine Gewohnheiten machen dich aus, weil du das bist, was du regelmäßig machst. Und Sachen, die du täglich machst, können dein Leben deinem Großen und Ganzen verändern. Und deswegen reden wir heute darüber, über die Gewohnheiten, die du in dein Leben integrieren kannst, um ein besseres und erfolgreiches Leben zu haben. Der erste Punkt hat mir in meinem Leben sehr, sehr geholfen. Und zwar ist das tägliche Aufräumen. Damit meine ich nicht, dass ihr jeden Tag irgendwie so einen Frühjahrsputz machen müsst. Aber ich räume jeden Tag ungefähr 5 bis 10 Minuten auf, jeden Morgen und jeden Abend. Und es hilft sehr doll, dass das Zimmer nicht so zugemüllt ist und nicht so unaufgeräumt ist, wenn man halt sich wirklich jeden Tag diese paar Minuten nimmt. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr sinnvoll. Diese paar Minuten am Tag finde ich persönlich viel einfacher und auch machbar, als wenn ich jede Woche für ein paar Stunden alles aufräumen muss. Und so finde ich einfach die paar Minuten am Tag viel sinnvoller und effektiver. Außerdem führe ich auch Tagebuch und da habe ich eine ganz besondere Sache. Und zwar schreibe ich jeden Abend auf, woran ich gescheitert bin an dem jeweiligen Tag. Also einfach eine Sache, die mir in dem Tag nicht so gut gelungen ist oder eine Sache, die ich einfach aus diesem Tag lernen kann. Und das schreibe ich jeden Abend immer auf, beziehungsweise ich versuche es jeden Abend aufzuschreiben. Ich dachte erst, dass ich das nicht machen sollte, da das so eine gewisse Negativität in mein Leben bringt. Aber das finde ich irgendwie gar nicht. Ich finde nämlich eher, dass man ja aus den Fehlern ganz viel lernen kann. Und deswegen, dass es eher eine positive Sache ist. Der dritte Punkt heißt Eat the Frog. Und es geht darum, einfach um das Prokrastinieren und um das Erledigen der Aufgaben, auf die man gar keine Lust hat. Ich werde darauf aber jetzt nicht so genau eingehen, da ich darüber schon mal eine Podcast-Folge gedreht habe. Recorded habe. Die könnt ihr euch sehr gerne anhören auf meinem Podcast-Account, Spotify-Account, wie auch immer. Gut genug. Und da habe ich dann nochmal ausführlich drüber geredet. Aber im Endeffekt geht es darum, dass man die schwierigste Aufgabe als erstes am Tag macht und sich wirklich als allererstes die ekelhafteste Aufgabe vornimmt und diesen Frosch quasi isst. Ich bin leider auch persönlich in letzter Zeit wieder auf viel Hass und ja, einfach Negativität von anderen Personen gestoßen. Und ich finde, sowas muss einfach nicht sein. Und deswegen finde ich einfach, das ist eine tolle Angewohnheit oder eine tolle Gewohnheit, dass man einfach nett zu Leuten ist und Leuten Komplimente macht. Und ja, also man muss ja nicht mal extrem nett sein, aber einfach nicht böse sein und einfach Leute ihr Ding machen lassen. Das finde ich einfach toll, wenn man so nett ist und be kind. Und generell ganz viel Positivität ausstrahlen und auch immer nur mit Positivität anderen Leuten begegnen. Klar kann das jetzt nicht immer funktionieren, aber soweit es geht und auf jeden Fall nicht absichtlich irgendjemanden schlecht reden. Passend zu dem regelmäßigen Aufräumen kommt für mich auch noch das regelmäßige Ausräumen bzw. das Ausmisten. Ich habe darüber schon einige Videos gemacht, die könnt ihr euch gerne mal angucken. Was hat mich letztens sehr befreit, als ich nochmal mein komplettes Zimmer ausgeräumt habe. Und ich möchte auf jeden Fall meinen Konsum drastisch einschränken, dass ich gar nicht mehr so oft ausmisten muss. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es bei vielen von euch immer noch so ist, dass sie ausmisten müssten oder dass es ganz sinnvoll wäre. Und ich glaube, dass das wirklich mal hilft, nochmal einen guten Überblick über seine ganzen Sachen zu finden. Zu kriegen und dann auch nochmal zu gucken, was brauche ich in meinem Leben eigentlich wirklich. Und der letzte Punkt ist für mich Dankbarkeit. Ich mache es zum Beispiel immer so, dass ich jeden Tag oder fast jeden Tag in meiner Insta-Story diesen Fragensticker mache und dann schreibe ich dahin, was heute gut war oder wofür ich heute dankbar bin oder ich bin heute glücklich, weil. Und dann können Leute da gerne was reinschreiben, was sie an dem Tag glücklich gemacht hat und so weiter. Da Dankbarkeit eine sehr, sehr große und wichtige Sache in unserem Leben ist und die wir auch öfter ja praktizieren sollten. Ich versuche zum Beispiel immer in mein Tagebuch auch gleichzeitig reinzuschreiben oder ich rufe mir nochmal selbst so ins Gedächtnis vor dem Schlafengehen und ich versuche auf jeden Fall auch mehr Dankbarkeit in mein Leben zu bringen. Genau. Schreibt mir gerne mal eure Life-Changing-Gewohnheiten in die Kommentare. Es würde mich auf jeden Fall mega freuen, da mal vorbeizugucken und da mal zu lesen, was euch alles so bewegt und was ihr als Life-Changing so empfindet. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder hier auf meinem Kanal. Habt noch eine schöne Woche.